Ich nehme meine Pillen. Ich war auch ein paar Monate beim Psychiater. 2019 war absoluter Horror. Ich war jetzt tatsächlich Freitag auch das erste Mal bei einer Therapeutin. Ich glaube, ich habe Burnout, wa? Ich kann mir keine Kommentare mehr durchlesen. Der verbrennt. Der stirbt da oben! Nein! Bei der Mann! Oh nein! Digga, ganz wilder Skin. Also das ist ja mal... Das ist hübsch, Digga. Wirklich stark. Revi, darf ich kurz pissen? Retalk. Soll ich dir erklären, was hier abgeht? Ja, komm, mach. So, ich bin hier also so lang gelaufen mit Anisa Duck, habe ich hier das Dorf gefunden. Oh, das ist so kaputt, ne? Mhm. Jetzt habe ich so mir überlegt, ich spiele jetzt mit jedem, um mich reichweitenmäßig richtig hochzusaugen, wa? Immer eine Stunde. Trimax war jetzt schon hier, wir haben zusammen den Nether erkundet. Wir können jetzt hier die Häuser reparieren, sag ich mal zusammen, ne? Die Häuser reparieren, ernsthaft? Ja, Karl, ich musste dir irgendwas an Aufgaben suchen. Wollen wir dich aber Minecraft durchspielen? Wir haben eine Stunde Zeit, ist easy. Nee, also das schaffen wir. Da hatte ich halt Basti schon für im Hinterkopf, aber gut, dass du schon mal Holz farmst. Wir, guck mal hier vorne, hier sind so zwei Villager, ne? Ja. Und das sind Zombie-Villager und du bist ja so, also du bist, glaube ich, ich schwöre dir, ich glaube, dass du mehr über Minecraft weißt als ich. Ja, Gapple muss man dem geben, aber Notch Apple, oder? Weiß ich halt nicht, Digga, das weiß ich halt nicht, to be honest. Also ich gucke jetzt erstmal, dass ich halt Dingens finde, also Äpfel halt. Aber muss man da nicht noch einen Stärketrank irgendwie machen oder so? Schwächetrank und Gapple. Hast du Equip für mich von Annie the Duck? Nee, das ist immer Ding. Die loggen sich einfach alle aus damit. Das ist sau dumm. Ist das dein Ernst? Ach, warte, kannst du mir ein paar Steinis geben oder irgendwie Tools oder so? Steinis kann ich dir geben, ja klar, mein Guter. Ich hab noch nicht viel, wie du siehst. Ne? Das ist noch relativ am Anfang. Aber guck mal hier habe ich schon meinen Minenschacht angefangen, Karl. Guck mal hier. Minenschacht hast du schon? Holy shit. Ja. Weißt du, ich bin ein, also ich spiele halt relativ viel Minecraft so mit Basti. Mhm. Und wir haben halt alles schon insane viel schon durchgespielt, ne? Ja. Also denkst also du, wir haben halt den krankesten schon gemacht in dem Game. Ich habe mir heute so gedacht, auf ganz entspannt heilen wir einfach nur diese zwei Villager, weißt du, mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte ein bisschen über alte Zeiten mit dir reden, Karl. Okay, Junge, wir kennen das schon so lange, ne? Es ist tatsächlich crazy, wenn man überlegt, wann haben wir das erste Mal Kontakt gehabt? 2014 oder sowas, ne? Ja, als du mich entdeckt hast, I guess. Jo Leute, ich bin's wieder, euer Lachflash LP. War das nicht sogar schon Show? Das war das nicht 2013 sogar noch? Kann das nicht Show sogar Your sein? Channel? Nee, das war 2014. Das war Anfang 2014. 23.06.2014. Ey, Karl, das ist jetzt gerade 6 Jahre her, Alter. Ja, ich weiß. Digga, das ist krass. Das ist wirklich krass, ne? Aber das Ding ist, wir hatten nie wirklich so viel Kontakt, ne? Wir haben nie so richtig viel zusammen gemacht. Nee, du hattest ja auch eine Phase, wo du, sag ich mal, ein bisschen AFK gewesen bist, ganze Zeit, ne? Etwas länger. Naja, und dann, wenn ich wieder aktiv war, dann kam Revi an. Ey, yo, lass mal aufnehmen. Richtig, genau. Da, wo es dann wieder lief, habe ich dann wieder gefragt. Das Ding ist, du hast mich auch so gefragt, wie es mir geht und sowas, ne? Ich habe mir Real Talk Sorgen gemacht, dass ich um dich. Ich habe dir sogar auf Twitter geschrieben, ne? Ja. Das weiß ich noch, ja. Das ist süß. Habe ich nicht vergessen. Ja. Aber jetzt geht's dir gut, sagst du? Ja, mir geht's super. Also seitdem ich wieder streame und so, geht's mir viel besser. Ich hatte halt so eine ultra heavy Down Phase eine Zeit lang, aber ich nehme meine Pillen. Ich war auch ein paar Monate beim Psychiater. Aha. Und es geht wieder. Also durch Stream geht es mir besser. Wollen wir in Nether gehen Stärketrank? Wir brauchen noch irgendwas Nices, oder? Ich glaube Schwächetrank ist es, oder nicht Stärketrank? Schwächetrank. Wie macht man den? Ich war jetzt tatsächlich Freitag auch das erste Mal bei einer Therapeutin. Ach krass. Weil ich einfach gesagt habe, Digga, ich glaube, ich habe Burnout, wa? Oh nein. Hat die gesagt, ja, kann gut sein. Dann hat die gesagt, ich soll aufhören zu streamen. Habe ich gesagt, verstehe ich. Würde ich auch sagen. Verstehe ich, habe ich gesagt. Für mich war es wirklich weird, Wochenende zu haben. Also ich kannte das nicht. Ich habe das jetzt die letzten Wochen mal so ausprobiert und es ist ganz seltsam, ne? Also 2 Tage frei zu haben. Basically kann ich. Ja, hintereinander. Ich habe jetzt auch abendsweise mal freigenommen, immer mal wieder. Mein Twitch-Chat bedankt sich auf jeden Fall an der Stelle, dass die Streams immer ausfallen. Und ich nutze halt die freie Zeit konstruktiverweise eigentlich nur, um mich zu betrinken und mich... Oh nein, so einer bist du. Oder halt mich wahllos mit irgendwelchen Menschen zu treffen. Auf Tinder? Nee, nicht Tinder, so Freundeskreis, Instagram, da und hier mal, ne? Hast du Tinder? Habe ich mal gehabt, muss ich ehrlich sagen, war aber nicht meins, wa? Also nee, ganz ehrlich, hast du es auch mal gehabt? Ja, ich hatte ein paar Dates. Ja, ich hatte auch ein paar Dates weird. So. Bist du denn noch zum Schuss gekommen bei so ein paar Dates, oder? Ach so, du meinst, also ich hatte mit einem Girl 4 Dates. Mhm. Man versteht sich halt so, aber es reicht nicht für eine Beziehung. Guck mal, ich hab da heute noch, wo ich gestern mit der Freundin unterwegs war, drüber gesprochen. Du musst dir überlegen, wenn jemand auf Tinder ist, ne? Ja.
warum ist der noch da? Ja, weil er meistens halt Single ist und so in meinem Alter, so 27, ich kann sagen, dass alle guten Frauen vergeben sind, wa? Das ist so. Du bist 27? Ja, ja. Oh, ich bin 23 geworden. Alter, das ist fucking crazy. Aber no joke, also mir ist ja auch YouTube so ein bisschen zu viel, weil es halt ultra viel so Meta-Zeug ist und du musst dir halt insane viele Gedanken machen. Du liegst dann noch abends im Bett, denkst irgendwie, oh, Thumbnail, ist das jetzt gut? Aber muss da noch was abgeändert werden? Was ist der beste Titel und so? Mhm. Und dann ist es ja auch noch random, ob jetzt das Video irgendwie gut im Algorithmus landet. Voll. Und manchmal denkt man sich so, hä, warum hat das Video irgendwie 300.000 Klicks am ersten Tag und das nur 100.000? Ja. Und dann zweifelt man, dann überlegt man wieder irgendwie, oh, muss das, aber es ist einfach nur random. Das macht keinen Sinn. Es ist halt wirklich so. Also ich habe für mich halt den Maßstab gesetzt, dass wenn ich über, keine Ahnung, über 25, 20 Millionen Views halt bin, ist es voll gut für mich so. Ne? 25 Millionen im Monat? Ja, ja. Also so letzten Monat hatte ich, keine Ahnung, 36 Millionen, jetzt wieder nur 21. Es ist halt wirklich so schwankend. Also man kann gefühlt wirklich nicht beeinflussen. Junge, das ist f***ing crazy. Oder 20 Millionen Views im Monat. Holy shit. Deshalb juckt es mich auch de facto nicht, was bei mir auf Twitch passiert, so, weißt du? Fermentiertes Spinnenauge müssen wir machen. Was ist ein fermentiertes Spinnenauge, Chat? Okay, lass mal irgendwo in eine Höhle gehen, eine Spinne klatschen irgendwie. Auge mit Zucker. Ach, das ist das. Okay, mit Zucker. Okay, warte, dann suche ich Zucker. Und ich gucke nach einer Spinne. Dann suchen wir Zucker und so lange warten wir, bis es Nacht wird, weil da kommen mehr Spinnen. Du bist eigentlich, primär bist du eigentlich Twitch-Streamer, oder? Genau, auf jeden Fall. Geht dir auch deutlich besser rein, halt, ne? Ich bin halt, es ist halt viel chilliger. Ja. Es ist viel chilliger und halt auch die YouTube-Kommentare sind alle weird, ne? Das gibt so eine ganz komische Meta. Ich bin ganz ehrlich zu dir, ich habe Zuckerrohr gefunden. Oh, sehr gut. Ich kann mir keine Kommentare mehr durchlesen. Also ich mir hab ich auch nicht mehr gemacht. Kommentare einfach de facto nur noch wirklich, also was halt hochgeliked ist irgendwo am Anfang, lese ich mir halt kurz durch, weißt du? Ja. Aber alles andere ist so Nonsens teilweise, Digga. So viel Self-Promotion, also... Ja, und das ist halt auch keine konstruktive Kritik. So, es bringt einen nicht weiter. Gar nicht. Du kannst gar nichts draus lernen, so. Wie machst du deinen Kanal besser? Steht da nicht. Du bist ja jemand, der das jetzt auch schon super lange macht eigentlich, ne? Zwar immer mal wieder mit Höhen und Tiefen und sowas, ne? Aber du machst das jetzt ja doch wieder relativ konstant. Empfindest du das als sehr belastend tatsächlich, diesen ständigen Output-Druck? Na, das Ding ist bei Twitch, Twitch funktioniert ja so, dass du nicht wirklich damit rechnest, dass du halt durchgehend entertained wirst, ne? Ja, ja. Es ist halt eher so, dass die Leute einfach so den Tag mit mir verbringen, I guess. Und da ist halt der Leistungsdruck viel weniger. Also ich versuche, einen unterhaltsamen Stream zu machen, aber ich meine, es ist klar, dass ich nicht acht Stunden lang durchgehend all-in gehe. Und wenn ich halt irgendwie mal einen schlechten Tag habe, dann mache ich halt keinen Off-Day mittlerweile, sondern dann schaue ich halt einfach ein bisschen mehr Videos oder spiele wie Trackmania und mache sowas Chilliges und rede mit Chat. Okay, das ist krass, weil ich kann das gar nicht, wenn ich richtig schlecht drauf bin. Stream hasse ich, ne? Also das merkt man mir auch an, da habe ich gar keinen Bock drauf, dann bin ich wirklich... Ich krieg immer bessere Laune. Ja? Ich hatte gestern hatte ich so meine erste depressive Episode wieder nach so 2 Monaten, was gut ist, weil es halt echt, also vorher war das halt jeden Tag. Ja, ja. Ich habe einfach gestreamt und auf einmal ging es mir besser, halt durch Chat. Und das Schlimmste ist, wenn ich halt nichts mache und nur im Bett liege, dann gucke ich mir Kevin an, dann gucke ich mir Basti an. Ja. Und dann bin ich halt so ein bisschen sad, weil ich halt irgendwie mich so fühle, als würde ich die Leute enttäuschen, weil die halt auf mich warten und ich bin nicht da. Ja, ja, klar. Und du bist halt dann selber, du bist halt selber nur Zuschauer in dem Fall dann. Ja, verstehe ich. Ich bin selber nie zum Glück damit so tangiert gewesen, was Depressionen und so angeht. Ja. Ich kenne aber halt viele Leute, denen es da so ähnlich geht und bei denen war es halt wirklich so krass teils, dass die halt tagelang halt nur noch im Bett gelegen haben, Wohnung halt drumherum verkommen ist und so, also halt wirklich. Das ist halt schon echt eine ernstzunehmende Geschichte tatsächlich und man kann sich das halt auch, man kann sich das schlecht vorstellen. Ich hatte auch noch so im Privatleben, hatte ich ultra viel Stress, so auch besonders das letzte Jahr. 2019 war absoluter Horror, was so Privatleben anging. Ja gut, was soll ich sagen, so ich hatte auch 5-jährige Beziehung, Trennung und sowas. Ja. Ne, also ich glaube 2019 war für alle so ein Fuck-Up-Jahr und alle haben gesagt, geil, Digga, 2020, Bro, das wird's und dann kommt dieses Drecksjahr daher und macht wirklich... Das ist absoluter Schmutz. Aber ich mag das ja bis jetzt, weil ich halt zum Stream gekommen bin durch Kevin. Ja, ja, klar. Weil Kevin gesagt hat, mach einfach an und dann habe ich gesagt, ja, fuck it, ich habe nichts zu tun, ich mach einfach an. Und jetzt mache ich das hauptberuflich seit 4 Monaten. Hä, so sozusagen. Geil, oder? So geil. Das ist super geil. Wie hast du dich sonst über Wasser gehalten, wenn ich fragen darf, wenn du nicht gestreamt oder gemacht hast? Hast du einfach dann vor Rücklagen oder wie? Ja, also ich meine, wenn man halt 1 Million Views hat auf einem Video oder einer gibt einem Placement. Ja, klar. Halt for real, so. Das ist halt crazy auf YouTube. Also ich hab for real vom Sula Placement gelebt die letzten Jahre. Echt jetzt? Ja. Digga, nice. Ich mach's jetzt, ne? Achso, du machst es? Ja. Was muss ich machen? Erst den Trank und dann den Goldapfel? Ja. Sicher? Ja, komm, hopp. Schön. Und jetzt, zack. Achtung. Klappt es?
Die haben Schlaganfall, ne? Geht's denen gut? Ah, jetzt das dauert warten. das dauert ein bisschen, aber der Ton war richtig. Also die werden jetzt geheilt, okay. Geil, Karl, Alter, guck mal, jetzt können wir das Village hier verschönern, oder? Juhu! Richtig nice. Enable nice! Und das Ding ist, die geben jetzt auch Rabatte. Echt jetzt? Naja, die geben jetzt Rabatte, weil wir sie geheilt haben. Ja, ich hab schon lass die richtig verarschen, Digga, lass die richtig verarschen. Ja, lass sie komplett ausnehmen. Komplett auseinandernehmen, die dummen Idioten, Mann. Stupid. Trennt die, die killen sich. Okay, wir trennen sie. Die dürfen nicht raus, die verbrennen, die verbrennen. Karl! Die verbrennen nicht. Die verbrennen. Karl! Fuck! Ich wollte sie nur trennen! Der eine ist gestorben. Jetzt haben wir einen. Wir haben sie getrennt. Digga, der eine ist gestorben. Getrennt. Karl! Scheiße! Karl, nein, Digga, nein! Warum? Jetzt haben wir einen! Besser als kein. Oh nein, Digga, nein. Ist besser als keiner, oder? Der ganze Grind für den Arsch. Der verbrennt. Der stirbt da oben! Nein! Der ist tot! Nein! Weil der irgendwo ein Loch ist. Ey, Karl, Digga. Ey, Karl. Das ist dein Herz. Wo war denn hier ein Loch? Da war das Loch und er ist da drunter gelaufen und ist dann... Oh mein Gott. Bro. Bro. Mission. Digga, das Mission war... Fail. Ey, Karl, nein. Ey, das war für mich so existenziell. Ja, das war... Es tut mir leid. Ich wollte die trennen. Good job, oder, Chat? Einmal bei Revi. Oh, als ob. Hä? Es hat geklappt? Lol. Warte, was? Was? Also. Ach so, what? Die waren. Okay, krass. Hä, wie geht das denn? Hä, wo sind die? Die sind drin, ne? Die sind hier. Ja, ja, die sind jetzt hier drin. Jetzt ist ein Brewmaster. Cringe. Alter, Gravel. Digga. Digga, nice. Wie geil. Keine Ahnung, Bro. Was hat geklappt? Ultralit. Ja, Bro. Als ob das keiner mitbekommen hat, Alter. Das war absolut insane, oder? Gib den Fletching Table, lass den hochtraden, lass den verarschen mit Stöcker. Ja, 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 warte, warte. Komm rein. Da ist dein Arbeitsplatz. Oder ist er jetzt? Oh, ja, let's go. Bist du Fleisch? Also bist du komplett normal? Ja, klar, natürlich. Ich bin All-in-Meat-Eater. Wieso warst du damals vegan? Weil ich abnehmen wollte tatsächlich, weil ich so ein bisschen speckig war. Ja. Weil ich auf Twitter auf so eine Cosplayerin stand und dann habe ich mich im Spiegel angeguckt, habe ich mir gedacht, holy shit, bin ich ugly. Digga, geil. Kann ich mehr traden? Ich habe 20 Emeralds. Das ist stark, Digga. Lass den mit dem anderen einsperren in so ein Gefängnis, dass die da Liebe machen, Alter. Okay. Karl, wo ist der andere? Weiß ich nicht, ist doch egal. Digga, wie soll ich die denn vermehren, wenn Loch. Der andere weg ist? Wir machen jetzt eine Trading Station. Bro, der ist insane. Gone. Insane. Ey, Digga, das ist nicht wahr. Wo ist der andere Villager? Oh, vielleicht wird er wieder gebissen von einem Zombie und dann haben wir einen Zombie-Villager. Ey, Karl, wo ist der? Ja, Digga, ist jetzt los, dass der weg ist? Ich wollte ja heute breeden, alles, ne? Ja, komm, mach einfach noch einen rein. Hä, wie noch einen? Was meinst du? Ich oder ist er durchs Spawn. Portal gegangen? Hold it. Ja, Mann, da ist er. Lol. Da ist er sogar wirklich. Als ob. Zurück. Digga, er ist ja auch so Kirchenmensch, ne? Er will hier revolutionieren oder missieren. Ja, ja, er will die Hölle, dingsen. Bro. Mann. Oh. It was at this moment. Revi knew. Oh, nein. 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 Ist doch runtergefallen. Oh, Digga, nein! Oh, und der ganze Stuff ist weg. Imagine einfach Trash in Minecraft sein. Imagine das aber als Haupteinnahmequelle zu haben. Da oh, geil, oben, wir sind so richtig geil langsam, Karl, ne? Das ist richtig geil. Ich weiß ja gar nicht, was du machen willst. Also Minecraft hört mir jetzt schon durch, tatsächlich. Wo ist dieser eine Bastard jetzt hin? Das kann nicht sein. Das und kann zurück. Nicht sein. Digga, der ist... Ey. Mann... Ach, da oben ist dieser andere Randy. Hier ist ein dritter, Karl. Was? Ja. Geh da rein. Nein, Digga, lauf doch nicht weg. Ey, du dummer Affe, Alter. Bist du dumm oder was? Du bist doch... Du stehst doch auf Schwänze. Geh doch da rein und f*** doch mit dem. Ey! Minecraft Pro Gamer. Pass auf, warte. Die müssen jetzt nur in ein Haus rein, und dann die ganzen Kinder machen. Ich will die auf Full-End-Inzucht-Level da drin haben, wa? Wo ist deine Rüstung? Ja, Bro, verbrannt. Ah, smart. Keck, wö. Jungs, macht doch jetzt Gay-Sex, kommt. Drei Betten brauchen oh, wir. Oh ja. Okay. Oh ja. Geht los, Karl. Reibt euch aneinander. Komm. Reibt euch. Da ist es. Geil. Okay, jetzt müssen wir den Jobs geben jetzt. Und einen Namen. Und wie sieht's aus mit Liebe? Ist da irgendwie. Hast du da jemand im Auge? Man trifft sich mit der einen oder anderen Frau. Ja. Das war's dann auch schon an der Stelle. Keine Ahnung, ich kann mich da momentan auf nichts einlassen, irgendwie so. Da ist, glaube ich, das andere ist noch zu frisch, sag ich mal.
generell so das Commitment halt wieder in eine Beziehung zu gehen und dann auch... Oh. Ach, damit habe ich kein Problem, aber ich habe einfach das Problem, dass das hat mein Lack mit Frauen, Alter, boah. Das ist wie dieses Toreba-Kran-Spiel spielen. Du bist nur gescammt. Du bist halt for real einfach nur gescammt. Jedes Girl, was ich date, raucht. Oh, das ist ganz schlimm, wa? Nee, es geht. Ist nicht schlimm, aber ich weiß auch nicht. Ich krieg immer so abgecrackte Partygirls. Ich krieg nur Partygirls, die jetzt so Party machen und die wollen mal irgendwann auf so ein Holy-Festival gehen und keine Ahnung. Alter Junge, weißt du, was unangenehm ist? Und ich hab schon 4 Kassiererinnen gedatet. Ich krieg nur Kassiererinnen. No joke. Das ist mein Typ. Partygirls und Kassiererinnen. Das ist crazy. Ist halt schwer, wenn man zum Beispiel so einen weirden Job hat, wie wir, ne? Mhm. Jemanden zu finden, der relaten kann. Ja, oder mit dem man irgendwie relaten kann. Weil man lebt halt in einer komplett anderen Welt, so. Was haben wir jetzt eigentlich geschafft, die Stunde? Du hast dein ganzes Equip verloren, oder? Alles weg. Und wir haben jetzt 2 Villager, die wir auch getötet haben. Ja, aber wir haben ja... Aber die sind jetzt zum Glück wieder respawned und... Ja, richtig. Sonst? De facto haben wir nichts geschafft. Ach, du machst das Haus schicker. Und größer, Digga. Oha. Ach so, Einfamilienhaus und so. Was sagst du, was kostet die Immobilie in Köln gerade? Die hier? Boah, Digga, das ist schon, also ganz ehrlich, angenommen, es wäre jetzt ein echtes Einfamilienhaus Innenstadt, ne? Ja. Sagen wir, kleineres Einfamilienhaus, 120 Quadratmeter, 1,9 Millionen. Ja. Junge, das ist so cringe, weil ich möchte ja auch gern ausziehen, ne? Aber wegen diesen ganzen Immobilien-Andys, die die Preise dafür auch noch bezahlen. Angebot und Nachfrage, ne? Immobilien-Andys, Alter. Ja, und wegen halt solchen Leuten wie dir kann ich mir keine Wohnung leisten. Digga, ich gebe garantiert nicht 2000 Euro aus für eine 3 Quadratmeter Wohnung in Berlin. Willst du nach Berlin ziehen? Ja, keine Ahnung, oder irgendwo anders hin. Ich sehe dich ja in Köln, Karl, ne? Och nee, nicht Köln. Stell dir mal vor, dann hätten wir jeden Tag... Oh, nein. Können wir jeden Tag zusammen Shisha-Bar können wir jeden Tag, ja, können wir Shisha-Bar fahren? Können wir jeden Tag zusammen mit deinen ganzen Business-Freunden über Business reden? Business. Ja, Mann, ich hab den Deal gemacht und so. Ja, krass. Oh, ja. Dann können wir zusammen über Ringe fahren mit dem AMG, weißt du? Oh ja, dann, bitte. Das ist richtige Highlife-Leben. Dann können wir richtige Partygirls für dich klären, weißt du? Oh, nee. Kassiererin x Partygirls. Oh, nee. Leute fragen mich wirklich immer durchgehend, wie viel Immobilien hast du? Das ist ja so ein Running Gag, ne? Weil Monte meinte irgendwann mal 400 Immobilien. Ach, Quatsch. Digga, und das ist halt wirklich, also insane wenig, ne? Das ist halt insane viel so. Das hat, Digga, da bist du ja im Multimillionär damit. Vielen Wohneinheiten, anständigen. Aber das ist ja so, als würden Leute ständig fragen, Karl, wie viel Geld hast du eigentlich? So, weißt du, was ich meine? Nicht so viel, oder, Smiley Face. Oder, aber du weißt, was ich meine. So halt so eine sehr intime Info, die du ja nicht eigentlich droppen würdest, ne? Ach, keine Ahnung, das kann man aber auch sagen, oder? Nein. Komm, sag's, komm, flex. Nee, Digga, ich will das halt nicht. Ich will das nicht publik machen, weißt du? Hast du dir das, Karl? Achso, ja, ich hab die geklaut von dir. For free. Ja, Digga, Ehrenbruder. Du bist ja schon raus, ne? Muss ich sagen, Karl? Meine gute Session, wir haben absolut nichts geschafft. Wir haben ein Haus gebaut. Guck mal, darum geht es bei diesem Ding hier, weißt du? Es geht mir primär darum, einfach nur... Nichts zu machen. Nee, sondern halt einfach gemeinsam hier eine gute Zeit zu haben, ein bisschen zu talken über alle Zeiten so. Es ist so podcastmäßig hier so ein bisschen, weißt du? Dann danke dir, Bro, dass du hier mit dabei warst, ne? Ja. Mach's gut, mein Liebevoller. Mach's gut, mein Feini. Tschüssi. Bis dann. Ciao, ciao. Hab dich lieb. Ciao.